Das war der Tenorhornist Alexander Wurz aus Hügelsheim zusammen mit dem Musikchor der Bundeswehr und Fanfare for a Hero. Der renommierte und über die Landesgrenzen hinaus bekannte Solist überrascht seit Jahren immer wieder durch neue musikalische Projekte. Ich habe ihn mal gefragt, wie es denn zur Idee kam, damals mit dem Musikchor der Bundeswehr eine CD aufzunehmen. Grundsätzlich hatte ich die Idee, eine Solo-CD zu machen, auch mit Blasorchester und Tenorhorn. Also das war mir ganz wichtig, was mit Blasorchester zu machen. Und ja, dann war eigentlich die Überlegung, welches Orchester macht es jetzt? Und dann kannte ich ja den damaligen Chef, den Oberstleutnant Christoph Scheibling. Der war ja mein Chef damals zu meiner Zeit im Luftwaffenmusikchor 2 in Karlsruhe. Ja, und dann habe ich den einfach angefragt und der hat gesagt, Mensch, super Idee, das machen wir. Und schon war das Ding geboren. Nun ist das Tenorhorn, sage ich jetzt mal allgemein zu den vielen Instrumenten, die du spielst, nicht gerade das Instrument, bei dem man immer gleich an Solokarriere, an solistische Zusammenarbeit denkt. Wie hat sich das bei dir abgezeichnet, dass du gerade ganz stark mit diesem Instrument in ganz unterschiedlichen Formationen solistisch oder im Ensemble dabei bist? Ja, also das ist tatsächlich so, dass ich immer so ein bisschen auf der Suche bin, das Tenorhorn auch in andere Musik zu entführen. Und das Tenorhorn ist ja normalerweise sehr bekannt in der böhmischen Musik, natürlich bei den Egerländer Musikanten. Ja, und ich habe es mal einfach so ein bisschen erstmal aus Spaß, so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, auch andere Musik zu suchen, wo man das Tenorhorn vielleicht nicht unbedingt erwartet. Und so bin ich da immer am Ausprobieren. Was hat bei dir diese Vorliebe für Bariton-Tenorhorn ausgelöst? Mein Vater hat Tenorhorn auch gespielt, Bariton besser gesagt, im Musikverein, und deswegen lag bei uns zu Hause immer so ein Instrument rum. In welchem Musikverein hast du gespielt? Wo bist du zu Hause? Ja, in meinem heimischen Musikverein in Hügelsheim, das Spargeldorf Hügelsheim. Grundsätzlich gefällt mir aber dieser sonore Sound und einfach auch, dass man dieses Instrument, kann man ja heute als Melodieinstrument bezeichnen, kann man natürlich mit ganz viel Seele und ganz viel Leidenschaft singen lassen und spielen, und das macht mal wirklich sehr viel Spaß. Du zeigst in den verschiedenen Projekten, ob du nun bei Ernst Tutter und den Egerländer Musikanten auf der Bühne stehst, bei der kleinen Egerländer Besetzung, ob du mit einem Salonorchester oder mit einem Musikchor zusammenarbeitest. Du zeigst immer die Vielseitigkeit des Instruments. Gibt es trotzdem Grenzen, wo du sagst, da ist das Tenorhorn vielleicht dann doch nicht das richtige Instrument? Eigentlich nicht, ja. Die Frage ist, ob man das Tenorhorn wirklich im Free Jazz oder so irgendwie, ob man das da sieht. Aber eigentlich grundsätzlich wäre es möglich. Was sind die nächsten Pläne? Was dürfen wir als nächstes von dir erwarten? Kleiner Blick in die Zukunft. Ja, da kommt was ganz Interessantes. Da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Ich mache nächstes Jahr eine Solo-CD zusammen mit der Big Band der Bundeswehr. Und da passiert genau das, über was wir eben gesprochen haben. Ich versuche, das Tenorhorn wieder irgendwo einzusetzen, wo man es bisher noch nicht gesehen hat. Nämlich zusammen mit einer Big Band. Und dann natürlich noch mit diesem renommierten Orchester der Big Band der Bundeswehr. Und dann sind wir schon sehr gespannt, wenn wir das dann im Januar ins Studio bringen. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir diese CD dann in Händen halten, sie hier in der Musik aus dem Land zu präsentieren. Mit einem Solisten, der aus dem Land kommt und die musikalische Welt mit seinem Instrument, dem Tenorhorn, erkundet. Vielen Dank, Alexander Wurz. Einen schönen Ostersonntag. Und wir hören jetzt noch von dir dieses All of Me. Möchtest du zu diesem Stück speziell noch was sagen? Ja, All of Me ist das meistgespielte Stück der CD.